Moskau hat seinen Bürgermeister verloren. Nach 18 Jahren im Amt wird Juri Luschkow vom Staatschef Dmitri Medwedjew abgesetzt. Der Kreml will nichts mehr von ihm wissen. Viele Menschen in Moskau dagegen schon. Der Präsident wird seine Gründe haben, aber der Bürgermeister hat sich viele Verdienste für Moskau erworben. Wenn es heute Wahlen gäbe, würde ich sicher wieder für ihn stimmen. Juri Luschkow ist 74, das letzte Schwergewicht in der russischen Politik. Er eckte beim Kreml an und traute sich, Medwedjews Politik offen zu kritisieren. In Moskau war Luschkow ein kleiner Zar, aber die Beziehungen zwischen dem Kreml und den Gouverneuren vor Ort sind keine Beziehungen zwischen Politikern, eher zwischen Chefs und Angestellten. Und Luschkow war kein sehr guter Angestellter. Ein umstrittener kleiner Zar. Seit seinem Amtseintritt 1992 hat Luschkow Moskau umgekrempelt. Kaufhäuser, Restaurants, Cafés, die einzige Sowjethauptstadt, ist ein Schaufenster der russischen Wirtschaft geworden. Doch dabei soll er ein weitreichendes Netz aus Filz und Korruption aufgebaut haben. Nutznießer, angeblich vor allem seine Frau Elena Baturina. Mit ihren Immobilien ist sie die reichste Frau Russlands. Alle Entscheidungen Luschkows haben die Geschäfte von Baturina weiter gesteigert, um sie und ihn noch reicher zu machen. Er hat ein Clansystem aufgebaut, bei dem jeder sein Stück vom Kuchen kriegt. 42% der Moskauer haben schon mal Bestechungsgeld gezahlt. Moskau ohne Luschkow. Nun müssen Medwedjew und Ministerpräsident Wladimir Putin einen Nachfolger finden. Loyal soll er sein und den Großen nicht im Weg stehen. In anderthalb Jahren stehen Wahlen in Russland an. Thank you.